Hallo und willkommen zurück bei Kingdoms Come. Und ja, wie ich gedacht hatte, ich habe gerade hier die Schnellreise hingemacht. Und bob, wir haben hier noch was zum. Machen wir das zuerst mal hier. Wir haben wieder eine Rede zu halten. Und erfreulicherweise, meine lieben Freunde, befrage Bruder Nikodemus zur Lage in Mehoyet. Also, quasi. Wo ist er denn? Ist er jetzt in Mehoyet? Jawohl. Hat sich mit der Schnellreise das dann auch erübrigt, dann können wir auch gleich wieder die Schnellreise zurückmachen. Weltklasse, ne? Richten. Schauen wir mal, was es hier Neues gibt. Es gibt noch eine unangenehme Angelegenheit. Ich Nicht zu höre. unangenehm, hoffe ich. Das musst du entscheiden, Meister Vogt. Wie du weißt, gehören die Wälder und alles darin unserem Lehnsherr. Er gestattet es dir, sie zu nutzen, aber soweit ich weiß, darf sonst niemand in den Wäldern jagen. Lass mich raten. Einige aus unserer Gemeinde gehen in den Wäldern auf die Jagd und ich muss mich darum kümmern. So ist es. Eigentlich sollte der Lehnsherr selbst über sie richten. Aber ich fürchte, Herr Divisch würde etwas zu hart durchgreifen. Welche Optionen habe ich? Du kannst die Wilderer der Obrigkeit übergeben, sie mit einer Ermahnung davonkommen lassen oder ein Auge zudrücken und sie von Gott richten lassen. Wie entscheidest du dich? Also, ich würde mal sagen, wir drücken ein Auge zu. Wenn es dann wieder vorkommen sollte, können wir natürlich hart durchgreifen, ne? Ein Auge zu. Die Leute hier sind arm und etwas wild auf dem Teller lindert zumindest ihre Not. Die Leute werden dich dafür lieben. Ganz im Gegensatz zu Herrn Divisch, sollte er je von der Sache erfahren. Aber wie du wünschst. Ja, mit dem alten Herrn schlage ich mich schon rum. Jetzt haben wir hier ein Wildererparadies. Wir haben unsere eigenen Regeln. Sobald wir stark genug sind, machen wir hier die Revolte und erobern einfach das ganze Land. So. Öffnen. Inventar. Und ich muss es nochmal sagen. Ich weiß, ich habe es schon mal erwähnt. Aber ich fände es einfach viel cooler, wenn man hier auch Gegenstände reinmachen könnte. Wie bei Red Dead Redemption. So, wie viel machen wir denn jetzt hier? Wie viel kloppen wir denn rein, hä? Wie viel haben wir jetzt? 2,5. So. Wir können jetzt aber besser lesen, oder? 2500, jetzt können wir es sogar, aber schwierig, ne? Weil wir haben eine 2,5. Wir gehen mal in die Armut, ins Armutszeugnis rein. Wir haben dann halt eben kein Geld mehr. Sollte uns jetzt was passieren, sind wir halt eben aufgeschmissen, aber ich denke mal, Geld bekommen wir immer irgendwoher. Aber ich will jetzt, wenn ich hier bin, ne, will ich auch das Ding auf jeden Fall bauen. Alles andere ergibt halt eben keinen Sinn. Marius, hemple die Ärmel hoch. Du hast entschieden? Gut, fangen wir an. Wie viel haben wir jetzt noch drin? Drei. Hä? Wo ist er denn jetzt hin? Ah, da unten läuft er. Wir gehen einfach mal hinterher. Wäre dem einfacher, wenn man direkt da gespawnt wäre, ne? Jesus, wie weit ist denn das weg?
Da hier der Weg zu Ende ist, denke ich mal, hier wird das Holzfällerlager entstehen, hä? Hier werden wir bauen? Ja. Sollen wir anfangen? Klar. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Alles da. Der Bau kann beginnen. Haha. Wie gesagt, ich hoffe nur, dass das restliche Geld halt eben ausreicht. Ja, wir haben schon mal ein paar Arbeitsplätze geschaffen und bekommen jetzt Holz. Wir reden mal kurz noch mal mit ihm. Und? Wie mache ich mich als Dorfvogt? Mal sehen. Wir erwirtschaften bei weitem nicht das Einkommen, das ein aufblühendes Dorf braucht. Tja, das Dorf ist noch nicht bereit für die von Herrn Divisch geplante Erweiterung. Die Kirche liegt noch in Trümmern. Das hinterlässt keinen guten Eindruck. Wir sind auf dem richtigen Weg, aber noch nicht am Ziel. Verstehe. Ich gebe mir Mühe. Ja, ich hatte jetzt gedacht, vielleicht sagt er noch irgendwas anderes. Dass wir noch nicht so weit sind, das ist mir klar. Wir haben ja schließlich nur ein Holzfällerlager gebaut. Aber immerhin schon mal etwas, ne? Ist ein Anfang. Und ich, wie gesagt, ich hoffe, dass jetzt das Geld reicht. Wir müssen noch mehr Geld machen, das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, wo ich das ganze Geld herholen soll. Ist für mich immer noch ein riesengroßes Rätsel. So, dann schauen wir mal kurz nach. Wir haben noch 301 Groschen. Was ist das da hinten? Ah, das ist also nur so eine Truhe, okay. So. Ich hoffe, die gehen jetzt nicht pro Tag ab. Übersicht. Ah. Da ist ja jetzt schon mal das Holzfällerlager drauf. Interessant. Generiert aktuell Grundgebäude minus 20. Wilderer Paradies 30. Ja, das bringt also auch wieder Geld. Aha. Recht sauberer Bach 5. Und überbezahlter Lokator 120 ungefähr. Dann sind wir bei 105. Aber ich weiß ja nicht am Tag oder. Rathaus können wir jetzt eigentlich bauen mit 5000. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage. Na, ich blick da noch nicht ganz durch, aber wenn wir ins Minus gehen, dann ich denke mal nicht, dass hier jeder weglaufen wird. Brauchen wir jede Menge für. Für die verdammte Kirche zu reparieren. Geschäft müssen wir auf jeden Fall errichten, das bringt auf jeden Fall Geld. Uh, 500. Können wir das schon bauen? Es kostet auch nur. Aber für 4000 bekommen wir das auch. Ah, ist auch wieder so teuer. Brück. So, generiert Holzfällerlager haben wir. Bienenstöcke.
Grundgebäude, 2 kostet auch wieder nur Geld. Sorgt für Honig für den Bäcker und Honig für die Schenke, okay. Es ist halt eben noch preiswert, das können wir uns dann noch kaufen. Dann würde ich sagen, machen wir als nächstes, wenn wir können, wenn wir als nächstes auf jeden Fall mal sparen, für die Bienenstöcke auszubauen. Schnell. Upala. Was ich auch noch mal schauen wollte, haben wir eigentlich noch irgendwas freigeschaltet? Fähigkeiten? Nur jagen, ne? Oh, was war das? Trinkfestigkeit. Gut, das brauchen wir nicht. Wie ist... Meho jetzt so. Ah, scheiße, wir hätten noch hier... Guten Morgen, Lars. Ich hab's wieder verschlafen. Wir hätten noch schlafen können. Wir sind wieder todmüde. Verflixt. Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal Geld sparen, dass wir genug beisammen haben. Je nachdem, was wir jetzt bekommen. Und dann müssen wir halt eben weiterschauen. Ich weiß halt eben nicht, ob die 100 noch was Dinger da pro Tag abgehen. Oder... Ich kann mir eigentlich beinahe nicht vorstellen, dass da jeden... Oder? Dann wäre ich in 5 Tagen pleite. Würde schon gut anfangen. Ja, wir schauen mal, was wir an Kohle jetzt bekommen. Und dann kann ich... das werde ich aber auch während den Folgen machen. Mal den Kontostand da in den Augen behalten. Das muss ich jetzt nicht unbedingt mit hochladen, weil dann reise ich, wie gesagt, immer dahin schnell. Und schau nur, ob wir da noch Geld haben. Weil wäre ja dem blöd, wenn es nicht so wäre. Beginnt da noch der Aufstand. Ich hätte noch ein bisschen warten sollen, wenn ich recht überlege. Für die Bienenstöcke, wir werden uns ungefähr so 10.000 ansparen. Dann machen wir die Bienenstöcke, dann wieder 10.000, dann immer so weiter. Gib den Kranken das Heilmittel. Hä? Wie gibt den Kranken das Heilmittel? Ich hatte gar kein Heilmittel. Wie soll ich denen das dann geben? Ihr macht mich fertig. So, was haben wir denn jetzt hier? Ich verstehe immer noch nicht, wie ich denen das Heilmittel hätte geben sollen. Ich habe gar keine Option, oder? Oder hatte ich das dabei und habe es echt verschlafen? Wo ist er denn? Will er mich verarschen? Ah, da ist er. Oh, den hat man ja fast gar nicht gesehen. Also, hier bin ich. Wie ist die Lage? Das wird sich zeigen. Wir haben das Heilmittel verteilt, aber es ist noch zu früh, um etwas zu sagen. Zumindest haben wir den Leuten Hoffnung geschenkt. Sie lassen mich nicht zu dem Gefangenen. Sie wollen, dass er leidet. Auch wenn er schlimme Dinge getan hat, aber eine sterbliche Seele so zu behandeln... Vielleicht kann ich Sie überzeugen. Ich habe Ihnen Hilfe versprochen und mein Wort gehalten. Sie müssen mich zu ihm lassen. Mag sein, aber in der kurzen Weile, die ich hier bin, habe ich festgestellt, wie verstockt die Leute hier sind. Mach's gut. Naja, jetzt haben wir immerhin das hier schon mal abgeschlossen. Kann ja nur besser werden. Ja, wenn Sie es jetzt nicht zum Gefangenen lassen, dann können Sie mir am Arsch lecken. Lobt sei je.
Ich habe herausgefunden, was die Ursache der Krankheit ist. Und? Ihr solltet euer Trinkwasser überprüfen. Nikodemus und ich denken, dass es auf Gift hinausläuft. Wäre nicht leicht, die Quelle zu vergiften, aber was ist mit dem Brunnen? Oh Gott, ich fasse es nicht. Ich habe einen Verdacht. Den Schwein genützt also nicht, dass der Junge Stroh hin ist. Diese Bastarde! Mach's gut! Moment, hallo? Ich habe euch Hilfe gebracht, wie versprochen. Lässt du mich zum Gefangenen? Sicher lasse ich dich, natürlich. Mein Junge, wenn dein Trank wirklich gegen diese Geißel hilft, hast du im Dorf freie Hand. Vielen Dank. Ob ich die Seuche besiegen konnte, wird sich erst zeigen. Es wird ein paar Tage dauern, ehe das Heilmittel seine Wirkung zeigt. Ich weiß, aber allein die Tatsache, dass es jemanden kümmert, bedeutet uns viel. Danke, Bruder Nikodemus. Ohne ihn hätte es keinen Trank gegeben. Das werde ich. Jetzt öffne den Schuppen. Alles Gute. Ja, letztendlich war es wirklich der Bruder. Ohne ihn hätten wir es echt nicht geschafft. Warte, ich muss mal kurz nochmal schauen. Nein. Gott behüte dich. Mama. Mama. Ich weiß, das ist assi. Ich brauche Geld, Leute. Tut mir echt leid. Ich brauche aber echt Geld. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen. Jetzt warten und sehen, was passiert. Ja. Ja. Warte, bis sich Lage geklärt hat. Okay. Ja, jetzt muss ich wieder abwarten, ne? Aber es wäre halt eben freundlich, wenn ich mich irgendwo zu. Oh, heilige Maria, Mutter Gottes. Oh, nein, mein Gott. Wäre halt eben cool, wenn ich hier irgendwo schlafen könnte, ne? Ich glaube, hier im Dorf hatte ich mich aber schon mal umgeschaut. Deswegen. Bin mir aber nicht mehr sicher. Muss doch irgendwo ein Plätzchen geben. Kann ich nicht einfach hier auf der Bank schlafen?
Ah, mein Pest. Ah, stimmt, hier können wir ja pennen. Wir speisen mal wieder was. Und dann gehen wir auch ins Bettchen. So, 12 Stunden, dann sind wir auf jeden Fall mal top ausgeruht. Vielleicht ist bis dahin auch das Rätsel geklärt. Dann können wir im Notfall, wir sind jetzt wie gesagt wieder topfit, dann können wir auch die Zeit mal vorspulen. Und am Ende der Folge, je nachdem, was wir dann noch machen müssen, beziehungsweise generell beim Ende der heutigen Aufnahmesession, reite ich dann mal wieder nach Pribislawitz und schaue mich um. Was mein Kontostand macht. Aha, Aufgabe begonnen, sie nach dem Banditen. Oh, bitte nicht. Ich weiß noch gar nicht mehr, wie man kämpft. Beziehungsweise, wie man blockt. So, die Leute verprügeln das kann. Ah, sie nach dem Banditen. Oh, okay. Ich hab's vergessen. Wir müssen jetzt einfach nur schauen, wie es dem Gefangenen geht. Ich muss unbedingt wieder ins Kampftraining. Um einfach mal wieder zu schauen, wie man kämpft. So. Ja, wir spulen jetzt mal vor, dass es Tag ist, dass die Leute auch wieder wach sind. Wenn das jetzt wirklich mit den 105 oder was es waren pro Tag sind, sind wir eh im Arsch. Dann können wir die Leute nämlich nicht mehr bezahlen. Ich weiß nämlich nicht, wo ich 105 am Tag herholen soll. Muss ich ja jeden Tag dahin reiten, das kostet auch immer wieder Zeit. Wir müssen einfach alles klauen, was es gibt. Aber vielleicht bekommen wir hier jetzt schon einen ordentlichen Batzen. Gelobt sei Na gut. Mach's gut. Er hat noch nichts. Warum ist jetzt die Tür zu? Ah, ihm scheint es besser zu gehen. Komm zurück unter den Lebenden. Na, wer bist du? Das geht euch nichts an. Ich stelle hier die Fragen. Ganz nach meinem Geschmack. Mit mir wirst du leichtes Spiel haben. Wie das? Ich werde dir keinen Ärger machen. Eine weise Entscheidung. Ich bin ein weiser Mann. Naja. Ich möchte, dass es schnell geht. Den Rattaier Henker nicht unnötig aufhalten, wenn du verstehst. Ich verstehe. Was willst du wissen? Alles. Sag mir zuerst, wer hinter all dem steckt. Wem folgst du? Dem Gold, Junge. Jeder andere auch. Das ist nichts Neues. Aber wer hat dich bezahlt? Ich bekam meinen Sold von Wicht. Wie alle in Pribislawitz. Wicht wiederum bekommt sein Geld vom Anführer. Und der lässt es münzen. Wer von den Banditen ist der Anführer? Du denkst, er wäre ein Bandit? Wenn er das hörte, würde er deinen Kopf auf einen Pfahl stecken. Niemand weiß wirklich was über ihn. Nur, dass er kein Tscheche ist. Ein Fremder also. Ist er Deutscher? Glaube ich nicht. Aber sicher kein Tscheche.
und er hat Geld wie Heu. Würde meinen Hals verwetten, dass er ein Blaublüter ist. Wegen seinem Aussehen? Ja, seiner Rede nach. Jeder kann sich wie ein Blaublüter kleiden. Aber er redete daher wie einer. Wo ist dein Anführer jetzt? Kein Schimmer. Nach Pribislavitz befahl er uns, Meerheue zu überfallen. Kam aber nicht mit. Ging sonst wohin. Aber ich schätze nicht, dass ihr lange vor ihm Ruhe haben werdet. Also befiehlt dieser Anführer alle Überfälle? Was sagst du? Ich sage, du siehst das alles falsch. Ach ja? Du willst wissen, wer das Sagen hat und wer wem gehorcht. Nun, Banditenlager sind kein Adelssitz. In Pribislavitz gab es alle möglichen Banden, große und kleine. Räuberbarone, die ihre eigenen Männer hatten und von ihnen mein Herr genannt wurden. Und gewöhnliche Strolche, arm wie Kirchenmäuse. Männer kamen und gingen. Viel Gezänk, Mord und Totschlag. Alte Freunde und alte Rivalen trafen aufeinander. Weißt du, was ich meine? Schätze schon. Es war ein einziges Durcheinander. Hauptsache, keiner stellte Fragen. Mir war es scheißegal, wer der Anführer war, was er im Sinn hatte und ob er ein Ei hatte oder zwei. Mir ging's nur ums Geld. Aha. Da haben wir das schon mehr. Woher wusstest du von Pribislavitz? Wer brachte dich hin? Ein Kerl namens Moorcock. Wir lernten uns in der Nähe von Kuttenberg kennen. Ich raubte Bürger aus, die vor Sigismunds Armee aus der Stadt flohen. Wir kamen ins Gespräch und er erzählte mir von Pribislavitz. Wozu der Angriff auf Meerhujet? Der Anführer selbst gab den Befehl. Schätze, er wollte den Herren in der Region zeigen, dass er noch lange nicht geschlagen ist. Also plant er weitere Überfälle? Der Anführer hängt ständig was aus. Pribislavitz war erst der Anfang. Also wusstest du von den gefälschten Münzen? Natürlich. Ich brachte die Groschen nach Pribislavitz mit ein paar anderen Dingen. Wirklich? Wo kamen die gefälschten Münzen her? Du meinst, wo sie gefertigt wurden? Weiß nicht. Ein Händler namens Meinhard gab sie mir. Wir trafen uns immer bei den Kohlenmeilern in der Nähe von Rovna, bei der Kreuzung. Wie es der Zufall so will, soll ich ihn ungefähr jetzt dort treffen. Also wartet Meinhard dort. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Er könnte von Pribislavitz gehört und beschlossen haben, nicht zu kommen. Und weiß Meinhard, woher die Münzen kommen? Woher soll ich das wissen? Für mich ist er bloß ein weiteres Glied in der Kette. Ich weiß nicht, mit wem er Handel treibt, so wie er nichts über mich weiß. Verstehe. Also hat es vermutlich keinen Sinn, dich zu fragen, ob du mehr über ihn weißt. Wäre Zeitverschwendung. Er übergab mir die Münzen und dann gingen wir getrennte Wege. Wer weiß noch von dem Geld? Außer dem Anführer, Meinhard, Wicht und mir, nur ein paar andere. Die Männer bekamen aber auch richtige Münzen. Hätte sie stutzig gemacht, wenn alle frisch geprägt gewesen wären. Du sagtest, du hast auch andere Dinge geliefert. Welche? Briefe für den Anführer. Meinhard gab sie mir. Diesmal sollte ich Meinhard auch eine Antwort überbringen. Hast du diesen Brief noch? Sicher doch. Diese Bauerntölpel hier interessieren sich offenbar nicht für Briefe. Dann her damit. Mit Freuden. Worum ging es in den Briefen? Glaubst du, man hätte sie mir anvertraut, wenn ich lesen könnte? Ich brachte sie lediglich zum Anführer und zurück zum Meinhard. Das war alles. Aha. So, dann sind wir fertig. Ich will das Erste nicht wissen. Das Erste? Um Gottes Willen, lass ja nicht zu, dass mich der Henker verhört. Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Ich kann deine Mithilfe nicht leugnen. Ich werde mich für ein schnelles Ende einsetzen. Heinrich, der alte Stroh will sich den Räuber vorknöpfen. Tritt sofort beiseite, du junger Bursche. Aber
Aber du kannst mich doch nicht einfach umbringen! Halt's Maul, du mieser, dreckiger Hund! Ich will kein einziges Wort hören! Du hast hier gar nichts zu sagen! Beruhige dich, Stroh. Na komm, nach allem, was er getan hat, wird er seine Strafe noch bekommen. Halt verdammt nochmal nicht im Weg, Melcher! Heinrich muss das entscheiden. Schließlich hat er ihn gerettet. Muss es auch immer so spannend werden? Ich würde aber sagen, das gibt's dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.